Hallo ihr Lieben, eine neue Folge. Was ist dran? Hinter mir das Knoblauchbeet, wurde ja schon geerntet. Und ich habe gerade ein Angebot für Mulch gekriegt. Dann habe ich von Steffi ja noch die Erdbeerpflanzen, die im Pavillon lagern. Habe ich alles im letzten Gartenrundgang gezeigt. Wer es verpasst hat, verlinke ich mal oben rechts. Ja, und ich mache mich einfach bei. Mal gucken, wie sich das entwickelt, ob ich ein bisschen Knoblauch drin lasse, ob ich alles rausnehme, wie ich das alles so anpflanze und mulche. Seht ihr in diesem Video. Also dranbleiben. Ich hole jetzt erstmal die Erdbeerpflanzen, die zeige ich euch. Das sind die Erdbeeren. 3 habe ich gerade gezählt und eine Pflanze, Blume. Ich habe ja im Gartenrundgang schon gefragt. Bis jetzt weiß ich das noch nicht, aber vielleicht ist es mittlerweile in den Kommentaren aufgetaucht. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob sich die Erdbeerpflanzen noch teilen lassen. Das weiß ich gerade nicht mehr so. Steffi hat mir ein bisschen was erzählt. Ich habe es vergessen. Übrigens vielen Dank nochmal, Steffi, für die Erdbeerpflanzen und auch die Blume, die noch nicht zu identifizieren war. Ja, schauen wir mal weiter. Wie gesagt, bleibt dran. Ich lege einfach mal los. So, ich war mal bei Herbert Fragen drüben. Er hat keine Ahnung, was das ist. Und die kann man wohl irgendwie teilen, aber sagt, die sind alt, eigentlich taugt das nichts mehr dafür. Steffi, ich folge da meiner Intuition und du hast mir die nicht ohne Grund gebracht. Da hast wahrscheinlich gute Erfahrungen damit gemacht. Also die kommen auf jeden Fall im Boden. Warten wir mal ab, was daraus wird. Im Beet sieht es ein bisschen aus wie Sau. Ich habe 3 Pflanzen. Ich denke, die packe ich einfach in die Mitte, lasse den Knoblauch in Ruhe, werde noch ein bisschen Unkraut jäten und dann werde ich Mulch besorgen und das hier noch schön verteilen. So, ich habe das Ganze jetzt einmal durchgewühlt, von Unkraut befreit, dachte ich hätte aufgenommen. Naja, jetzt ist es schon passiert. Manchmal werden Aufnahmen auch nichts. Passiert halt, doppelt antippen vom Aufnahmeknopf und wieder gleich Stopp drücken oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es nichts geworden, macht aber ja nichts. Alles einmal umgewühlt, darunter ist nichts mehr, außer hier. Und ja, jetzt werde ich mir Plätzchen für die Erdbeerpflanzen suchen und dann werde ich mich um das Mulchen kümmern. Also beim Nachgraben ist es echt ätzend, wenn sowas im Weg ist. Das lasse ich natürlich sein in Zukunft. Jetzt hole ich noch ein bisschen was zum Mulchen, ist nicht weit, habe da vorhin schon vorgefühlt, gibt es jemanden, der die Fußballplätze in der Nähe betreut und der hat die letzte Zeit gemäht und da gibt es einen Riesenhaufen zu holen, ich kann mir so viel nehmen, wie ich möchte, habe schon mit ihm geschnackt, da hole ich die Schubkarre und los geht's. Naja, war nicht so clever, ne? Ich hätte mal mit der Heugabel bzw. mit der Forke hier hingehen sollen. Habe ich jetzt alles an den Händen. Und als Pollenallergiker, noch juckt es nicht, aber ich glaube, das kommt gleich noch. Aber ich will es mal nicht heraufbeschwören. Vielleicht habe ich auch Glück. Gleich im Garten die Ärmchen und die Hände waschen. Ja, ab zurück. Thank you.
Boah, das war so am Jucken. Das kühlt jetzt ein bisschen ab. Aber Allergie dreht voll durch. Ich habe auch schon niesen müssen. Ja, das trockne ich dann und dann kommt da Kokosöl drauf. Das beruhigt die Haut. Und dann sollte das auch gleich aufhören. War alles nicht so toll, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass das jetzt auch ordentlich gemulcht ist. Ein bisschen mehr geschützt vor Unkraut. Ich hoffe, das hält diesmal länger. Beobachten wir einfach mal, ich zeige euch das. Aber bei so viel Quäke im Boden, na, warten wir mal einfach ab. So ihr Lieben, das war's auch schon. Die Folge ist zu Ende und ich muss schleunigst unter die Dusche, was meine Allergie angeht. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars.